Mensch, Simon, das war ein knappes Spiel, aber eine Riesenattitüde von euch, eine Rieseneinstellung. Wie fasst du das aus deiner Sicht zusammen? Ja, wir haben überragend gekämpft, finde ich. Und die Halle, die Zuschauer, die waren auch überragend heute. Das war unglaublich. Erste Halbzeit war knapp, eng, unentschieden oder minus eins, glaube ich. Und dann haben wir eine Periode in der zweiten Halbzeit, wo wir zu viele einfache technische Fehler machen, was wir nicht wollen. Und dann gehen die auf 3-4, glaube ich. Aber wir kämpfen uns zurück. Und wir haben letzte Angriffe für unentschieden. Aber die Auszeit hat nicht so geklappt. Okay. Wie geht dir das runter? Das Kompliment, was Luka Karabatic gerade auch in der Pressekonferenz gesagt hat, dass man hier seinen besten Handball präsentieren muss, um hier überhaupt bestehen zu können. Wie nimmst du das auf? Ja, klar, so ist das. Also Paris, die haben ja zwei Weltklasse-Spieler auf jeder Position. Also die müssen auch schon hier kämpfen. Und wir wissen, wir können alle die Mannschaften schlagen, und besonders hier zu Hause mit unseren Fans. Das wissen wir und wir haben dieses Selbstvertrauen. Aber ja, minus eins heute und war schon knapp, aber trotzdem, wir können viele, viele gute Sachen mitnehmen, finde ich, aber auch ein paar einfache Fehler herlassen heute. Aber wie wichtig war der Zusammenhalt auf der Platte, sodass ihr für den anderen wirklich eingestanden habt? Das ist immer wichtig. Wie gesagt, das wollen wir sehr gerne mitnehmen für Sonntag. Aber das ärgert uns, klar. Also wir spielen gegen Paris, aber wir sind ja auch die SG und wir wissen, wir wollen ja diese Spiele gewinnen, das ist keine Frage. Ab jetzt gucken wir weiter. Das wird ein tolles Spiel Sonntag gegen Göppingen und ich hoffe, wir können diese Atmosphäre und Leidenschaft mitnehmen. Waren die Fans heute wirklich so ein Faktor, dass sie euch richtig nochmal gepusht haben, gerade so in den letzten 15 Minuten? Ja, hat man schon gefühlt, also vom Anfang an und da besonders in zweiter Halbzeit. Danke an die Fans. Sehr schön, dann sehen wir uns wieder am Sonntag und bis dahin eine gute Zeit, danke. Dankeschön.